Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com. So, los geht's mit der Malerei. Die Vorzeichnung steht und ich werde jetzt mit dem Hintergrund beginnen. Ich habe mir schon einen Grünton gemischt. Meinen dunklen Grünton. Und ich beginne jetzt einfach. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich den Hintergrund lösen werde, aber das wird sich dann im Laufe des Malprozesses einfach ergeben. Ups. Und deshalb starte ich jetzt einfach mal. Ich habe mir den Farbton wieder in diesem Glas, in ein Glas gemischt, damit ich später eventuell noch mal darauf zugreifen kann. Also ich werde es nicht 100, also den Hintergrund nicht 100% übernehmen von dem Motiv. Ich muss jetzt einfach schauen, wie ich das dann löse. Aber auf jeden Fall setze ich jetzt mal einen Farbton und dann kann ich ja noch mal drüber gehen. Werde ich wahrscheinlich sowieso später im Laufe des Malprozesses. Da gehe ich ja öfters mal wieder über den Hintergrund. Aber nur damit wir mal einen Grund haben, einen Farbton. Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht vorher, wo ich welchen Farbton setze, beziehungsweise ist das jetzt schon sehr überlegt. Also das ist jetzt nicht irgendein Grünton, sondern das ist jetzt ein dunkler Grünton, den ich so gewählt habe. Und das hat schon seine Gründe, weil ich hier dann ganz viel Dunkelheit haben werde bei dem Bonnie. Und ich brauche hier Helligkeiten, damit das Bonnie sich abhebt. Und mit der Dunkelheit hier setzen sich die Kinder besser ab oder haben wir einen größeren Kontrast da. Und deshalb wird das hier hinten wahrscheinlich dunkler werden. Aber ich unterschreibe jetzt noch nichts. Das kann sich ja wieder ändern im Laufe des Malens einfach. So, der nächste Schritt wird etwas heller werden. Das wird so, hier so Gebüsch irgendwie, so Sträucher. Also wir haben hier mehrere Schichten und so bekommen wir eben auch die Tiefe. Also wir haben hier den Hintergrund, dann kommen hier so Sträucher eben, wie gesagt, und hier werde ich wahrscheinlich irgendwie so Gräser setzen und hier vielleicht sogar ein helleres Braun, so ein ockerfarbenes oder ein Grau. Das muss ich dann schauen, wie es passt. Habe ich auf der Vorlage ein bisschen anders, da habe ich alles in Grün, aber ich glaube, ich kann hier dann noch mal eine andere Farbe gut gebrauchen. Das müssen wir jetzt schauen.
wie sich das entwickelt. Ich gebe das Ganze ein bisschen höher, damit du auch siehst. Siehst du? Ich denke schon. So, also nehme ich mir jetzt dieses Grün und mische es nochmal mit ein bisschen Gelb, damit es ein bisschen heller wird. Vielleicht auch mit ein bisschen Weiß. Mal schauen, wie das aussieht. Eben, das wird jetzt einfach so ein Grundton, wie gesagt. Kann sich dann noch viel ändern. Auf jeden Fall muss es hier heller werden. Beziehungsweise vielleicht brauche ich auch ein bisschen dunklere Farbe, damit die, also für so Schattenbereiche praktisch. Am Anfang male ich eben sehr grob, dann male ich auch sehr schnell, muss ich sagen. Da ist es noch nicht so wichtig, auf Details zu achten. Da geht es einfach mal um die Grundfarbe, um die zu finden. Oh, ich werde den Livestream jetzt beenden, dann noch ein bisschen weitermachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Tschüss, mach's gut!